Viele Leute fragen sich, wie man mehrere Millionen oder sogar noch mehr Damage machen kann oder auch wie man so viel Damage in Dungeons machen kann wie Mr. Toxic. Ich zeige euch heute, wie das genau funktioniert, was es ausmacht, dass man so viel Damage in Dungeons machen kann, anhand eines guten Beispiels, nämlich Necron-Armor, und auch anhand eines bisschen schlechten Beispiels, nämlich Superior-Armor. Alles weitere heute in diesem Video. If I was the sinner, would you be the preacher, would you be my... Vielleicht habt ihr euch nämlich schon mal gefragt, woher denn eigentlich diese Sterne kommen, die man beispielsweise auf Dungeon-Rüstungen hat oder durchaus auch auf gewissen Dungeon-Waffen. Das hängt nämlich direkt mit den Dungeons zusammen. Und diese Sterne drauf machen, die könnt ihr hier beim Blacksmith. Und zwar, wenn ihr hier auf Essence Crafting geht. Da könnt ihr beispielsweise ein Item reinlegen, wie ich jetzt hier beispielsweise eine Flower of Truth, die 4 Sterne drauf hat. Und ich kann jetzt hier für insgesamt 800 Wiederessenzen noch einen weiteren Stern drauf machen. Denn das Maximum, was man machen kann, das sind 5 Sterne im Moment. Und dann, wenn man hier drauf geht, dann sieht man auch, was diese Sterne genau bedeuten. Jeder Stern erhöht die Stats von eurer Waffe oder eurer Rüstung oder eben dem Item, was ihr da reinlegt, um 10%. Das geht nicht mit allen Items, es gibt eine Auswahl, die könnt ihr unten bei der Essence Guide sehen, was man hier alles überhaupt mit Essence Crafting verbessern kann und wo man überall Sterne drauf machen kann. Ich mache das hier auf jeden Fall, weil dann habe ich meine eigene Flower of Truth auch mal auf 5 Sternen. Und ihr könnt das grundsätzlich mit allen Dungeon-Rüstungen und Dungeon-Items tun. Aber es gibt auch andere Items, die nicht aus Dungeon stammen, wo ihr ebenfalls Sterne drauf machen könnt. Zum Beispiel auch auf Drachenrüstungen, denn Drachenrüstungen stammen natürlich aus Skyborg an sich, halt eben aus dem End und eben nicht aus Dungeons. Man kann also beispielsweise auch 5 Sterne auf den Aspect of the Dragons drauf machen und das hat dann 50% höhere Stats. Wohlgemerkt aber nur in Dungeons. Das ist ganz wichtig zu verstehen, die Sterne, die extra Stats, die man dadurch bekommt, diese zählen nur in den Dungeons drin. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass euer Dungeon bzw. halt eben euer Catacombs Level da auch noch mit rein zählt. Ich beispielsweise bin Catacombs 32 aktuell und ihr seht unten, ich habe dadurch einen Boost oder einen Stats Boost von 215%. Und von dort kommen auch diese Zahlen, die ihr hinter den Stats habt, ganz oben. Ihr seht jetzt beispielsweise, Damage habe ich 225 auf dem normalen Aspect of the Dragons. Wenn ich aber im Dungeon drin bin, dann hat mein Aspect of the Dragons 708,75 Damage, wie ihr seht. Oder eben auch 315 Stärke anstelle von 100 Stärke. Halt eben plus 215%, wie man eben gesehen hat. Ihr müsst es allerdings bedenken, wenn ich jetzt eben 5 Sterne noch hier drauf mache auf den Aspect of the Dragons, macht das übrigens nicht, das ist nicht so sinnvoll, dann hätte ich dann nochmal 50% mehr obendrauf, was schon ziemlich krass sein kann bei gewissen Items. Wichtig dabei zu beachten ist aber auch, dass ihr diese Items, ihr was verwenden könnt, müsst ihr auch immer ein gewisses Catacombs Level haben. Soviel ich weiß, kann man beispielsweise auch den Mosquito Bow auf ein Dungeon Item machen, halt eben auch 5 Sterne drauf machen. Dafür muss man aber, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, Catacombs Level 33 sein, was glaube ich die höchste Anforderung ist. Aber wenn man bereits Catacombs Level 30 ist, dann kann man zum Beispiel auch die Superior Armor zu einer Dungeon-Rüstung machen. Dafür brauchen wir, wie gesagt, ich glaube, Catacombs Level 30. Und das ist das, was wir heute machen. Wir machen heute einfach mal 5 Sterne auf die Superior drauf und gehen dann mal mit dieser Superior Armor in den Dungeon rein und schauen, ob das dann wirklich so gut ist. Ich habe nun auf meine komplette Superior 5 Sterne drauf gemacht. Das kostet übrigens insgesamt 6.990 Dragon Essenzen. Dragon Essenzen könnt ihr in den Dungeons kriegen, wenn ihr beispielsweise Lost Adventure killt oder die verschiedenen Angry Archaeologists und so weiter, die kennt man ja, die haben ja auch verschiedene Rüstungen an, eben in den Dungeons, und da kriegt ihr in der Regel 3 oder 4 Dragon Essence. Ich glaube sogar immer 4 Stück tatsächlich. Ihr seht jetzt hier, ich habe die komplette Drachenrüstung auf 5 Sternen. Dankeschön übrigens auch an Delphinus, der mir insgesamt noch 2500 Dragon Essence für die Chestplate zur Verfügung gestellt hat, und den Rest der Dragon Essence habe ich selber verbraucht, habe jetzt noch ungefähr 1000 Stück übrig. Und jetzt vergleiche ich doch erstmal direkt hier die Necron Armor, die ich ja sonst benutze, mit der 5 Sterne Renowned Superior Armor. Wir vergleichen jetzt einfach mal die Chestplates miteinander. Na, wir müssen hier bedenken, ich habe Renown auf der Superior drauf, damit halt der Stats Boost dadurch noch ein bisschen krasser wird oder der allgemeine Stats Boost. Aber wenn wir sonst die Stats vergleichen mit dem Ancient Reforge halt bei der Necron Rüstung, dann sehen wir natürlich, die ist schon eher auf Damage ausgelegt. Und auch wenn ihr die anderen Stats anschauen willst, beispielsweise Health oder Defense, dann haben wir doch bei der Superior Chestplate hier zum Vergleich mit 5 Sternen ein bisschen weniger mit dabei. Und das, obwohl hier auch überall noch Fuming Hot Potato Books drauf sind und hier halt eben nicht bei meiner Necron Rüstung. Allerdings vergleichen doch jetzt mal ganz kurz meine normalen Basic Stats hier, die ich habe. Ich habe jetzt 3049 Leben, 938 Defense, beziehungsweise 49 jetzt gerade, und knapp 700 Mana. Und jetzt switche ich mal rüber zur Superior und wir sehen, ich habe nur 4 HP weniger damit, einiges mehr an Defense und 100 mehr Intelligence dadurch. Also diese Stats mit der Superior sind außerhalb von Dungeons schon mal fast dieselben wie mit der Necron Armor. Und das eben einfach dank dem, dass die Superior halt im Fullset Bonus 5% Stats Boost hat und eben Renown nochmal je 1%
10% dazu gibt. Also eben, das gleicht sowieso in diesen 10%igen Stats-Unterschied, den wir einfach so da schon mal haben bei Health oder eben gerade Defense schon mal aus. Wenn ich allerdings meine Stats hier vergleiche, was Damage angeht, dann sind wir da mit Superior schon ein bisschen im Nachteil außerhalb von Dungeons. Da habe ich jetzt gut 200 Stärke weniger, aber doch immer noch so plus minus denselben Crit Damage, nämlich so gut 800%. Das liegt hier aber natürlich durchaus auch daran, dass ich beispielsweise halt eben Legion auf der Superior drauf habe, währenddem ich auf meiner Necron-Rüstung ja nur auf einem Teil Legion drauf habe und da auch nur Legion 4 und ansonsten habe ich ja Last Stand auf meiner Necron-Rüstung. Aber ich würde sagen, wir gehen rein in den Dungeon und machen da einfach mal einen direkten Vergleich. So, und wir sind jetzt drin in dem Floor 7. Ich bin noch absichtlich nicht reingegangen, damit wir noch ein bisschen vergleichen können zuerst. Ich bin jetzt mit 4200 Defense und 5800 HP somit Superior drin. Und wenn ich jetzt doch mal wechsle auf hier rüber zu Necron-Armor, dann habe ich da doch ein bisschen mehr HP, aber um einiges weniger Defense. Und auch wenn wir die Mana nochmal vergleichen, da habe ich auch ein bisschen mehr, wenn ich hier mit Superior spiele. Aber ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach rein und wir schauen mal, wie das so klappt. Bemerkenswert ist natürlich auch so, wie ich jetzt hier mit der Black Cat rumlaufe, dass ich extrem viel Speed habe. Ich habe jetzt hier 367 Speed und das ist auf jeden Fall darauf zurückzuführen, dass ich halt eben Superior benutze und mein Speed dadurch halt auch nochmal um einige Prozente erhöht wird. Wenn ich ja sogar noch mit dem Aspect of the End rumfliege oder mich rum-TP, dann komme ich ja sogar auf 421 Speed jetzt. Das natürlich auch dank dem, dass halt die Black Cat das Speed Cap weiter erhöht. Also das heißt, deswegen bin ich halt schneller als 400 Speed, weil 400 ist ansonsten das Maximum, was man an Speed haben kann. Aber es ist auf jeden Fall krass, so schnell rumzurennen. Und für mich ist das sicherlich ein Aspekt, der so ein bisschen tatsächlich für Superior spricht in diesem Moment. Ich denke auch, wenn man noch eine Dungeon 7 Potion nehmen würde, dann würde man hier so oder so dauerhaft über 400 Speed wahrscheinlich sein. Das wäre dann nochmal ein Stückchen krasser, sage ich mal, um das noch zu erleben. Aber auf jeden Fall, ich bin bisher noch nie gestorben im ganzen Run und jetzt geht es auch schon los in die nächste Stage. Und hier wechsle ich natürlich jetzt auf die Bonzo Mask, wo ich nicht mehr den ganzen Bonus habe von dem Rest der Superior. Und wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Und ich habe sogar auch hier jetzt die zweite Stage bisher gut überlebt, obwohl alle geprefired haben. Ich habe nicht mal meine Bonzo Mask verbraucht und das eben, obwohl ich sonst 3/4 Superior jetzt trage. Allerdings, was jetzt gar spannend werden wird, ist, wenn ich meinen Explosive Shot benutze, denn ich spiele ja nach wie vor wohlgemerkt hier als Archer und da kann ich immer so den Schaden, den ich jeweils mache, mit dem Explosive Shot so als Indikator dafür nehmen, wie viel Damage ich insgesamt wohl mache. Und ich mache jetzt hier 3,7 Millionen habe ich gemacht tatsächlich. Wir können es ja gleich nochmal machen vielleicht. Genau, ich habe sogar 4,9 Millionen Damage gemacht. Ich frage mich wirklich so ein bisschen, woher dieser Damage kommt, weil das ist wirklich viel, viel mehr, als das ich sonst mache jeweils. Das ist ziemlich interessant. So, und damit ist der Run auch gleich vorbei. Ich bin einmal gestorben, wie gesagt, bei Necron in Phase 2. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mal ganz warum, aber wir haben es gar noch zu einem S-Plus geschafft. Und ich muss sagen, Full Superior ist irgendwie gar nicht so schlecht. Oder zumindest auf mich wirkt es irgendwie nicht so schlecht. Ich habe jetzt noch zum Vergleich nochmal ein paar Runs mit der normalen Necron-Armor gemacht und mit dem Equip, was ich sonst halt auch benutze. Also eben, wie gesagt, ich habe einfach die Rüstung gewechselt, sonst eigentlich nichts anderes gemacht. Und ich muss sagen, ich habe doch 30-40% mehr Damage gemacht mit dem Explosive Shot, wenn ich Necron-Armor getragen habe. Da hatte ich wohl ein bisschen eine falsche Zahl im Kopf. Mein Fazit jedenfalls zu Superior in Dungeons ist, es ist keine schlechte Rüstung, aber es ist sicherlich nicht die beste. Und ich denke mal, dass Shadow Assassin durchaus auch so gut sein kann wie Superior oder sogar auch besser sein kann. Aber eben, wir haben es gesehen, ich habe 5 Sterne drauf gemacht und der große Vorteil von Superior Dungeons scheint einfach zu sein, dass man halt dadurch auch eben 10% oder noch mehr Speed kriegt und dadurch halt eben doch ganz schön schnell unterwegs ist. Das ist zumindest das, was mir persönlich jetzt gerade am besten gefallen hat. Aber ansonsten kann man sagen, holt euch besser Necron Armor und ja, falls ihr Superior habt, dann müsst ihr halt eben, wenn, dann doch bis Catacombs 30 warten. Aber ich würde auch schätzen, dass sie vor Catacombs 30 auch nicht wirklich gut sein wird, weil wir müssen bedenken, ich bin Catacombs 32 und aktuell sind alle Blessings dank Paul 25% effektiver. Also ich weiß nicht, ob, wenn Paul nicht Präsident wäre, ich überhaupt mit Superior ganz normal durchgekommen wäre durch den Dungeon. Ich werde künftig wahrscheinlich auch andere Rüstungen in Dungeons mal ausprobieren, beispielsweise auch Frozen Blaze, wenn man die auf 5 Sterne bringt, soll die ganz schön gut sein. Da werde ich mich auf jeden Fall auch drauf freuen und falls ihr das auch tut, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da auf diesem Kanal, auf diesem Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Peace out!